Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu, ja, wie kann man das sagen, Project 2. Und dieses Video ist kein Review, das sage ich schon mal vorweg. Es ist mehr ein Rant-Video, ein Rage-Video, kann man sagen. Denn ich muss sagen, es ist meine Meinung jetzt. Ich möchte euch nicht vorschreiben, wie ihr darüber denkt, aber für mich ist dieses Spiel extrem mehr Bullshit. Wirklich, dieses Spiel ist für mich so schlecht, weil es einfach nicht nachvollziehbar ist, wie diese Leute drauf sind. Kurz vorweg, damit ihr meinen Ärger versteht, ja, es hat mit der Steuerung an sich zu tun und natürlich auch mit der ganzen Konfiguration, wie dieses ganze Spiel in Sachen Steuerung und vor allen Dingen Handling funktioniert. Es ist ein verkackter Arcade-Racer. Und zwar auf Niveau von Need for Speed. Und zwar dieses neue, sogar das neue, dieses Payback oder wie der Scheiß-Rotz-Ding da heißt, was auf der E3 durchgefallen ist. Weil es bewiesen hat, dass Mario Kart mehr Realismus hat als das Dreckspiel. So, kurz vorweg, warum ich mich aufrege. 1.0, die ungepatchte Variante, hat 44,6 GB. Das ist wie hinten auf der Verpackung steht. Dann, unglaublich aber war, hat dieses Spiel einen Day-One-Patch. Das haben alle Spiele. Aber dieser Day-One-Patch ist 12,9 GB groß. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 12,9. Das ist die Das kann man gar nicht in Worte fassen. Selbst das einzige Spiel, wo ich weiß, dass das einigermaßen rankommt, ist Elder Scrolls Online. Und da wissen wir, die haben das komplette Spiel umstrukturiert. Jetzt muss man natürlich noch sagen, die aktuelle Version ist jetzt 52,9 GB groß und ist die 1.03-Version. Das heißt, wir haben schon gleich zwei Firmwares übersprungen. Jetzt muss man überlegen, okay, 12,9. Das heißt, die ganze Kacke ist um 8,3 größer. Wenn man überlegt, Season Pass und Fixes und sowas, das heißt, die haben 5,4 GB gepatcht. Das ist wieder human. Aber sie haben auch gleich den Season Pass reingehauen. Denn oh wei, was sehen wir denn da? Season Pass angekündigt ohne Inhalt. Ohne Inhalt irgendwelcher Beschreibung, hat aber gleich schon wunderbar Top-Bewertungen. Obwohl noch nicht mal eine Beschreibung drin ist, was drin ist. Du kannst nur 30 Euro für irgendwas ausgeben, aber es haben schon gleich Leute geliked. 100 pro irgendwelche CEOs oder sonst was. Community Manager oder hast du gesehen. 30 Euro für einen Inhalt, den du nicht weißt, was du hast. Dann, ich habe hier die Limited liegen. Da ist diese Japan-Edition drin. Die ist nur 1,1 MB groß. Nicht Gigabyte, MB. Ihr habt richtig gehört. Also würde ich mal sagen, alles, was im Season Pass drin ist, haben wir jetzt schon auf der Konsole. Mit allen Fixes. Das heißt, der Season Pass an sich mit allen DLCs ist erstmal nur 5,4 GB groß. Und wir werden sehen, ob wir, wenn wir die DLCs kaufen können, wie viel MBs wir runterladen. Wahrscheinlich 1 MB oder weniger wird wahrscheinlich nur der Schlüssel sein, um die Sachen auf unserer Festplatte momentan. Ist nicht on Disk. Das ist das Gute. Es ist nicht on Disk. Es ist jetzt nur auf unserer Festplatte. Versteckt hinter einer Paywall von dem Season Pass. Das ist der erste Rant. Aber was viel wichtiger ist, und das ist etwas, wo ich mich aufrege sondergleichen. Fangen wir einfach mal direkt an, dieses Rant zu spielen. Wie wir sehen, das Spiel sieht relativ schön aus, kommt auf jeden Fall vom Grafikniveau nicht an dem neuen Gran Turismo ran, aber es kommt auf jeden Fall an Forza ran. Und es kommt auf jeden Fall, sieht es schon mal weitaus besser aus als das neue Need for Speed Payback. So, schöne Animationen. Es läuft sehr flüssig auf 60 FPS. Das haben sie ja gesagt, wenn es nicht auf 60 FPS läuft, kannst du es wegschmeißen. Ja, kleine Sache. Es läuft zwar auf 60 FPS, aber nur wenn du eine PlayStation Pro hast mit dem Booster-Modus, dann läuft es konstant auf 60. Hast du keine PlayStation 4 Pro und keinen Booster-Modus aktiviert, hast du an verschiedenen Stellen einen Frame-Abbruch. So, und wie ihr schon seht, ich fahre hier ab und zu mal ein bisschen irgendwo gegen. Keine Kratzer, keine Schadenskulisse. Wir haben zwar da eine Anzeige von unserem Getriebe, von unserem Motor und dass unsere Reifen ein bisschen heiß werden können. Zusätzlich haben wir wieder dieses totale arschkrampige Forza-Verhalten. Hier, schön gegengefahren. Und alles heile. Sogar poliert. Wir haben nicht mal Staub, nicht mal Dreck ist drauf. Und wir lassen nicht mal Gummi auf der Straße. Wir lassen nicht mal Gummi auf der Straße. So ein ganz kleines bisschen Rouge. Weißt du, so ein ganz kleines bisschen Rouge.
Das ist jetzt schon totaler Quatsch. Am schlimmsten ist die Stabilisierungshilfe. Weil wenn ich jetzt bremse, das ist der Wahnsinn. Okay. Ich zeige euch noch nicht genau, was ich jetzt vorhabe. Ich will euch erstmal nur kurz die Stabilisierung zeigen. Die ist nämlich richtig schlimm. So, obwohl ich Automatik eingestellt habe, muss ich schalten. Das ist auch super. Ich fahre sowieso mit Schaltung nur, aber ich möchte euch darauf hinweisen, wie scheiße dieses Spiel ist. Einfach in Sachen Automatik. Das ist... Wow. Ey, das ist schon... Also erst einmal vollbremsen. Stabilisatoren hauen übelst rein. Das ist gut. Aber man sieht, man kann nicht... Ihr seht, ich habe auch ein bisschen Probleme. Man kann einfach nicht das machen, was man will. Denn sobald ich in die Lenkung... Sieht man ja, ich lenke gut ein und ich habe auch meinen Spaß. Und jetzt kommt's, pass mal auf. Schöne Linkskurve. Einigermaßen okay. Jetzt bremse ich. Zack, der Wagen geht gerade und ich gebe immer noch Gas. Die Reifen stehen quer nach links. Ich bremse und die Stabilisatoren können gar nicht mich gerade setzen. Die Reifen stehen nach links gedreht und das Spiel... Haut mich gerade. Das muss man sich mal vorstellen. Das Spiel haut mich gerade. Wieso lenke ich auf einmal gerade? Wie kann das sein? Die Reifen stehen nach links. Selbst wenn die Stabilisatoren eingreifen würden, müssten die Reifen gerade gestellt werden. Aber sie stehen nach links. Ich fahre geradeaus. Oh, das ist. Ich krieg einen Föhn, Alter. Das kann man sich gar nicht. Diese Unlogik, weißt du? Okay. Das erstmal nur vorweg. Das ist so etwas, worüber man hinwegsehen kann, wenn man die Sachen einstellt. Wir können ja auch mal kurz bei Optionen reingehen. Also es, in Sachen Einstellung, da kannst du alles einstellen. Wie immer, das war auch schon im ersten Teil, ist auch eine coole Sache. Hier kannst du auch alles einstellen, wo die Todpunkte sind, Druckempfindlichkeit. Also du kannst hier wirklich dich austoben. Nachteil ist, wenn du alles eingestellt, musst du das Rennen neu starten. Da steht Season, aber damit ist nicht die komplette Karriere oder die eine Saison gemeint. Nein, du musst zum Glück nur das Rennen neu starten. Was allerdings auch schon wieder schade ist, dass das Spiel das von alleine nicht macht. So, jetzt kommt aber ein kleiner Knüller. Handbremse X. Hier heißt es Kreuztaste. Wir alle wissen, auf der PlayStation 4 ist das ein X. Machen wir das? Es steht ja nirgendwo drauf. Also müssen wir einfach X drücken. Das ist die Bestätigungstaste für alles. Weisen Sie eine neue zu. Wenn ich jetzt Kreis... Okay, da habe ich zu lange gequatscht. So. Kreis. Die Kreistaste ist für das Kehrs. Okay, gut. So, jetzt habe ich extra mal nach unten gedrückt. Wieder für X. Kreuz. So, ne? Also ich habe die Standardeinstellung verändert, habe das abgespeichert und habe jetzt wieder X manuell angewählt. Das heißt, theoretisch haben wir wieder die Standardangabe. So, pass auf, was jetzt passiert. R2. Und das ist jetzt, was ich hier hämmere, ist X. Ja? Das ist X. Pass auf. Ich halte X gedrückt. Ne? Also hier, was ich hier hämmere, ist X. So. Wie wir sehen, ich beschleunige und ich halte X gedrückt und die Handbremse scheint extrem gut zu funktionieren, wie man sieht. Sie funktioniert nicht! Ich könnte mich irren, aber ich glaube, McLaren hat im Originalauto selbst in echt eine Handbremse angebaut. Ich meine, wir haben ein Day-One-Patch. Wir sind in einem dritten Update. Wir haben 1.03. Das heißt, da hat... Intern sind schon ein paar Patches durchgelaufen. Wo ist die Handbremse? Ich halte sie gedrückt. Ich kann das ganze Rennen fahren. Das ist L2. Hier. Das ist L2. Man sieht, dass was passiert. Ja? Aber wenn ich nur X gedrückt halte, da passiert nichts. Was ist das? Ja? Ist totaler Gag. Machen wir mal, um es zu beweisen, wie lächerlich das ist. Das kann man gar nicht vorstellen. Ja, ich möchte Kehrs weg haben. Hallo? So, Kreis. Ist alles gespeichert? Okay. Neustart. Zu der Kollisionsabfrage kommen wir gleich noch. Das ist noch was viel Geileres. Los, komm schon. Starten wir mal hier. Jetzt kann man natürlich sagen, Eishop, du regst dich auf. Du bist im Tutorial-Level. Ja, aber auch im Tutorial-Level sollte es funktionieren. So. Kreis. Ich halte Kreis gedrückt. Und oh Wunder, nichts passiert. Ich halte auch nochmal X, obwohl der gar nicht belegt ist. Ich halte beide gedrückt. Ich beschleunige weiter. Keine Reifen quietschen, nichts blockiert. So viel zum Thema Handbremse. Also, egal was du machst, es ist einfach lächerlich bei diesem Spiel. Die Handbremse funktioniert nicht. So, wo ist denn hier Kehrs?
Okay, anscheinend habe ich Kers weggehauen. Ich weiß nicht, wo Kers ist. Zündung, da, Kers. So, Kreis. Keine Ahnung, Boxen halt frei. Das ist, also in Sachen Kalibrieren ist es natürlich eine geile Sache bei dem Spiel, ja? Das vorneweg. Aber es funktioniert nicht. Ja? Also wenn ich schon tausend eine Einstellmöglichkeit habe, dann möchte ich doch sowas Grundlegendes wie eine beschissene, Entschuldigung, dass ich sage, aber eine beschissene Bremse haben. Bei 5,4 GB First Update vom Day One, da kann ich sowas erwarten. So. Jetzt kann man natürlich sagen, Icehawk, hör auf dich aufzuregen. Alles halb so schlimm, guck's dir an. Du kannst auch einfach bei Fahrhilfen was einstellen, wenn ich es jetzt gerade mal finde, in meiner Wut. Da, Fahrassistenten. Kann man alles einstellen, ausschalten, sogar per Tastendruck kann man ABS und sowas ein- und ausschalten, ja? Ist eine geile Sache. Das wollen wir aber nicht. Wir gehen auf Gameplay und gehen hier auf. Da, Fahrhilfen voll, aus, authentisch. Wenn du authentisch machst, hast du eh verloren. Also machen wir voll, aus. So, Traktionskontrolle. Hoch, niedrig, aus. Mittel gibt es schon wieder nicht. Warum auch immer. Ich verstehe das nicht. Wo ist Mittel? Jedes Spiel hat Mittel. Aber nein, Project Cars 1 und 2 wollen keine Mitteleinstellung. Nein. Auch hier, Stabilisatorprogramm. Entweder hast du Stabilität oder nicht. Völliger Quatsch. Ich meine, dieses Spiel ist darauf ausgelegt, mit Lenkrad zu spielen. Ja, das verstehe ich. Ich verstehe es, dass dieses Spiel mit Pedale, Schaltung, Lenkrad gespielt werden muss. Aber selbst so ein schweres Spiel wie Assetto Corsa kann das weitaus besser einstellen. Und ich meine, was soll das hier? Antiblockier, es gibt aus, niedrig, hoch, wo ist Mittel? Ich habe hier es nicht. So, wir machen authentisch. Hoch, hoch, ne? Möchte ich darauf hinweisen. So, jetzt kommt das Beste. Die Fahrphysik in Sachen Schadenskulisse. Dass wir ja überall reincrashen können, ist eine Sache. Wir gehen nicht kaputt. Wir haben nur, ja, internen Schaden. Aber jetzt pass auf. Was passiert? Ich schieb die Leute weg. Guck mal, wie die fliegen. Guck mal, wie die fliegen. Und es passiert nichts. Wo ist er jetzt hingeflogen? Das Einzige, was ich bekommen habe, ist eine Zeit, dass die Zeit nicht funktioniert. Keine Zeitstrafe. Nicht wie bei Gran Turismo, dass ich, oder bei anderen Spielen, dass ich nicht mehr Vollgas geben kann, bis die Leute an mir vorbeifahren. Was soll das? Das ist keine Fahrphysik. Und jetzt, pass auf, diese kleine Kante. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich jetzt nur mit dem rechten Vorderrad rüberfahre. Hier, pass auf. Ein bisschen zu eng die Kurve genommen. Oh, schade, geht nicht. Okay, warte, warte, warte. Dafür brauche ich einen anderen Gegner. Das ist der Wahnsinn. Pass auf, pass auf. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, dieses Spiel ist in Sachen Regeln gnadenlos mit dir. Also wenn du wirklich mit Ansprüchen fahren willst, auf Standardeinstellungen, hast du verloren. Ich weiß, dieses Spiel ist auch in gewisser Weise für Hardcore-Rennfans. Aber ganz ehrlich, Mann, die Jungs hier und Mädels, die von Slaty oder wie die Typs heißen, mit diesen scheiß komischen kleinen Creature-Feeder. Also das ist noch mehr Casual geht's ja nun wirklich nicht. Und dafür, dass sie dann auch noch Werbung machen, in ihrer. Ja, kauft dir doch einen Rennsitz für 3000. Ja, natürlich, klar, mach ich auch. So, warte. Schade. Rückspulen, das einzig Positive ist, Rückspulen gibt es nicht. Schade, Mann, ich versuche die ganze Zeit das hinzubekommen. Jetzt ist natürlich wieder der Vorführeffekt. Vorhin 10.000 Mal passiert. Ja, Stabilisator! Naja, ich wollte es euch jedenfalls so zeigen. Es ist jetzt, bis ich das hinkriege, sind 10.000 Jahre vergangen. Du brauchst nur mit dem Vorderreifen über einem Abweiser zu fahren, ne? Diese kleinen Erhöhungen sind das. Und wenn du davon auch nur einen Millimeter Vorteil hast für diese Abkürzung, dass du die halbe Breite des Reifens außerhalb der Strecke gefahren bist, kriegst du eine Strafe und du hast 10 bis, abhängig wie schnell du fährst, 5 bis 10 Sekunden. Wenn du langsam fährst, hast du komischerweise 10 Sekunden. Wenn du schnell fährst, hast du 5 Sekunden. Zeit, deinen Vordermann wieder vorbeizulassen. Das wäre okay, wenn ich abkürze richtig hardcore. Aber bei sowas, mir ist es schon zweimal passiert, dass der Computer mich gerammt hat in der Kurve,
weil er nicht schlau ist, der Computer, sondern er hat mich rausgedrängt, weil er auf seine imaginäre Schiene gefahren ist und mich dann einfach rausgestupst hat, so ein kleines Stück. Und weil ich dann natürlich den kürzeren Weg habe, bin ich davon gefahren. Also hat das Spiel gedacht, ich habe abgekürzt, obwohl mich der Gegner rausgedrückt hat und hat mir eine Zeitstrafe gegeben. Und das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Wenn du irgendwelche Ausdauerrennen hast, dann, ich bin doch nicht bescheuert, Alter. Das Einzige, was man noch sagen muss hier, wie man sieht, die FPS brechen ein. Wir wechseln spontan von 60 auf 30 FPS, wenn wir in diesem Fotomodus sind. Trotz einer PlayStation 4 Pro mit Booster-Modus an. Und man sieht auch schon, dass die Grafik ja runtergeschraubt ist, dass wir diesen Graufilter haben. Was total lächerlich ist, wenn man überlegt, warum brechen hier die FPS ein? Hier passiert nichts. Klar, ich kann die Kamera drehen und alles muss ich ein bisschen aufbauen. Aber wenn ich hier mich schnell von links nach rechts bewege, hat man erstmal einen unglaublichen Stufeneffekt. Und man hat einen Verwischeffekt. Also wo? Bitte wo? Wenn nichts gestochen scharf ist und nichts stabil bleibt, warum brechen hier die FPS ein? Hat der Spieleentwickler, der oberste Chef von den Typen von Slaty irgendwas nicht gesagt? Wenn wir keine 60 FPS schaffen, überall in dem Spiel, sind wir tot? Hat er gesagt, das heißt tot? Für die Spiele, für das Spiel an sich, dass wir keine 60 FPS haben? Da hat er anscheinend den Fotomodus nicht mitgemeint. Weil das sind keine 60 FPS. Der ist nichts gestochen scharf, nichts bewegt sich flüssig, es ruckelt, du hast Stufeneffekte, alles ist verwischt, erst wenn du stillstehst, fokussiert die Kamera. Und da kann man nicht sagen, dass das ein Kameramodus ist. Jetzt bin ich hier raus und komme nicht wieder zurück, oder was? Ja, geil. Noch ein geiler Bug. Jetzt bin ich mit der Kamera rückwärts raus, aber ich komme vorwärts wieder nicht rein, oder was? Pass auf. Muss ich rückwärts? Auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich gerade hier rückwärts rausgegangen bin. Wahrscheinlich muss ich hier wieder ein bisschen höher. Auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich gerade mit der Kamera jetzt hier rausgeglitscht bin. Ich habe keine Ahnung. Ist jedenfalls top das Spiel. So ein Day-One-Patch-Hammer-Spiel. Also ihr müsst es selber wissen. Ich bin fertig mit dem Spiel. Das war rausgeschmissenes Geld. Day-One, never ever. Ich bin froh, dass ich mir nicht die Collector's Edition für 150 € mit dem kleinen Auto und erst recht nicht für 450 € die Edition mit dem etwas größeren Auto gekauft habe. Denn das hier, Leute, das könnte in die Tonne treten. Selbst so ein beschissenes 0815 Racing Game wie Forza von Turn 10 kriegt das tausendmal besser hin. Also ganz ehrlich, Slaty, da hast du in die Tonne getroffen. Dieses Spiel, nee, 60 €? Wartet einen Monat, Leute, 30 €. Wenn das Spiel rauskommt oder holt es euch irgendwo gebraucht beim Nebenanbieter. Denn wenn Gran Turismo Sport rauskommt, ist dieses Spiel tot. 100 Pro. Außer Gran Turismo Sport und Polygon versaut es genauso. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die haben, obwohl, Teil 6 war eine ziemliche Grütze. Nicht von Qualität, sondern mehr so vom Umfang her und von der Steuerung an sich was. Guck mal, ich kann nicht mal oben rüber. Wie geil, ich weiß nicht. Doch, jetzt endlich. Wie bin ich da unten durchgeglitscht? Ich habe keine Ahnung. Was für ein Quatsch. Und mal nebenbei, so zwischendurch mal kurz eingeworfen, weil ich habe es leider vergessen aufzunehmen in meiner Wut und in meiner Verzweiflung. Darum versuche ich es jetzt hier nochmal einzusetzen. Wenn ihr jetzt hier gerade so vom Fernseher sitzt und fragt euch zwei Sachen. Was labere ich hier? Und warum rege ich mich darüber auf? Und kann das wirklich so sein? Ganz ehrlich, ich sitze genau wie dieser Kerl hier als privater Tester. Und bin verzweifelt, wirklich verzweifelt. Denn lasst uns mal Folgendes anschauen, bitte, ja? So, wir sind jetzt wieder auf der gleichen Strecke. Von den Perspektiven kann man noch kurz einen kleinen Pluspunkt sagen. Wir haben Cockpit und wir haben eine Helmperspektive. Das Einzige, was wir nicht haben, ist eine Rückkamera. Die können wir auch durchschalten. Aber eine Rückbank haben wir deswegen noch lange nicht. Ich meine, das kriegen andere Spiele besser hin, nur weil wir sehen ja nicht mal einen Heckspoiler. Okay, aber worauf ich hinaus will ist, wir spielen jetzt gerade, mal schnell gucken, nicht, dass ich Quatsch erzähle, in meinem Wutanfall. Ja, genau, wir spielen Automatik, immer noch. Jetzt kann man natürlich sagen, Icehawk, du sollst das nicht in Standardeinstellungen spielen, spielst doch mit anderen Einstellungen. Ja, aber wir haben schon den Lenk- und den Bremsassistenten aus. Da können wir froh sein, dass der schon aus ist.
Und wir können auch diese anderen Sachen da alle beruhigt lassen. Ja, wir fahren auf Automatik. Jetzt, ja? Nur das ist so eine Grundsache, die mich von dem gesamten Steuerungsdesign stört. Wir haben Gas geben. Ja? Und wir haben Bremsen. So. Das Schöne ist, ich stehe jetzt. Jetzt spielen wir Automatik. Das heißt, wie wir sehen, wir geben Gas und er schaltet von Automatik, ohne dass ich das mache. Ich kann aber selber, wie ihr seht, die Gänge hoch und runter schalten, wie ich halt lustig bin. Ne? Wenn ich Gas gebe, wir haben sogar 7 Gänge, interessant. Und ich kann auch sogar auf neutral, wenn ich bremse, neutral und rückwärts. Ne? Das ist ganz normal. So, jetzt kommt aber der Gag schlechthin. Ich fahre mal kurz zur Seite, dass der NPC nicht in uns reinkommt. Jetzt kommt etwas, wo ich mir denke, ich weiß, ich muss das so hinauszögern, aber dieses Vertrete. Jedes Spiel ist so. Du gibst Gas im Automatik und dann bremst du, du hältst an und fährst rückwärts. Aber hier, siehst du es? Das ist nicht rückwärts. Ich muss, um rückwärts zu fahren, gedrückt halten und irgendwann, wupp, springt er rüber. Und wenn ich wieder Gas, aber das Interessante ist, wenn ich dann wieder Gas gebe, springt er automatisch in sofort wieder in den ersten Gang. Das ist lustig. Und zwar um einiges schneller. Siehst du es? Er haut nicht, er bremst nicht. Er haut sofort den ersten Gang rein. Ich will jetzt nicht, dass er gleich vom ersten Gang in Rückwärtsgang schaltet. Weil dann würden wir uns drehen, das ist klar. Aber er wartet unendlich lange im neutralen Gang. Jetzt kommt es aber, was viel interessanter ist, wo ich gelacht habe. Schalte ich in den ersten Gang oder in den zweiten Gang, ist jetzt scheißegal. Wir sind Automatik, also haut er mich automatisch wieder in den ersten runter. Aber ich schalte mit R1 und gebe mit R2 Gas. Das kennen wir. Jetzt kommt's aber, das Lustige. Ich schalte in den Rückwärtsgang und rate, was passiert, wenn ich den rechten Stick drücke. Er bremst. Jetzt ist die Steuerung verdreht und ich muss mit dem linken Gas geben, um rückwärts zu fahren. Ist das nicht verrückt? Wenn ich das manuell mache, ist die Steuerung verdreht. Wenn ich aber Gas gebe mit R2 und bremse, dann funktioniert alles richtig. Wenn ich aber manuell in den Rückwärtsgang schalte, ist es verdreht. Bitte was? Sorry, aber das ist so das Schlimmste. Ich meine, wie soll ich als Privattester oder meinetwegen irgendein seriöser Spieletester, wirklich seriös, der kein Geld bekommen hat, wie soll ich ein Review machen, wenn 3 Sachen, die existenziell für ein Spiel sind, nicht zu 100% funktionieren? Gameplay, das heißt Lenkung, Fahrhilfen funktionieren irgendwie nicht. Fahrphysik ist nicht vorhanden. Das spricht auch Schadenskulisse mit. Dreck und hast du nicht gesehen. Und drittens, was viel wichtiger ist, die Tastenbelegung funktioniert nicht. Ob es jetzt die X-Taste ist, warte, ich schau mal wieder hoch. Die X-Taste ist und ich beschleunige mit angezogener Handbremse und das Spiel registriert gar nicht, dass ich die Handbremse gedrückt halte. Oder, dass die Steuerung mal das macht, wie sie gerade will, wie ich die einzelnen Gänge schalte. Ich meine, solange das nicht zu 100% funktioniert, wie kann man da einen Spieletest machen? Es ist unmöglich, einen fairen Spieletest zu machen. Das wollte ich nur gesagt haben. Ja, tut mir leid, ist doch ein längeres Rant-Video geworden, aber ich muss euch sagen, das muss gesagt werden. Es muss einfach gesagt werden. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, beruhig dich, es ist der erste Tag. Die patchen das. Sowas darf nicht passieren. Wir sind in 1.03. Das heißt, da sind schon 3 Patches intern durchgegangen. Und wenn ich 12 GB runterladen muss, erstmal ist das eine Lüge. Auf Verpackung steht 44,6 drauf. Das heißt, wenn ich noch ungefähr 70 frei habe, weil wir müssen ja bedenken, wenn du 70 frei hast, hast du immer so 22% für den Systempuffer schon verschlissen. Das heißt, du kannst das Spiel ohne Patch nicht spielen. Ich spiele ja eigentlich grundsätzlich Spiele immer, bevor ich es reviewe oder meine Meinung bilde, erstmal in 1.0. Um die Vorversion zu sehen. Bei Elder Scrolls konnte ich das nicht, weil es ein Online-Only ist. Ja, da musst du die aktuellste Version spielen, sonst kommst du nicht auf die Server. Bei diesem Spiel, das ist ein Offline-Racer, wenn man nicht im Multiplayer spielt.
Hier habe ich es erst gar nicht gewagt, dieses Spiel anzumachen. Weil ich Schiss hatte, dass irgendwas Krasses passiert. Weil wenn du 12 Gigabyte runterlädst und was irgendwas machst, dann kann es dir alles Mögliche zerschießen. Ich sage nur Safe Game und was nicht alles. Festplattenformatierung und sowas. Nee, 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 nee. Darum, ich bin mal gespannt, wer kein Internet hat und dieses Spiel spielt in der 1.0-Version. Vielleicht mache ich das mal aus Spaß, einfach so mal gucken, wo die Unterschiede sind. Aber das hier, never ever. Ich habe mich so gefreut auf das Spiel und obwohl das hier jetzt nur die Tutorial-Scheiße ist, freue ich mich schon richtig drauf, wenn ich irgendwo so ein Le Mans-Rennen starte mit 40 Runden oder so oder irgendeine Community, ein Community-Event mitmache, wo man wieder unter die 10.000, unter die 1.000 kommen muss, wie im ersten Teil und dann passiert irgendein Game-Bug oder sowas. Und dann ist deine Zeit nicht gewertet. Oder der blöde Computer hat dich irgendwie angestupst oder so. Oder du bist über einen halben Grashalm, weil er auf die Strecke raufgeweht wurde, rübergefahren. Deswegen wird die Zeit nicht gewertet. Nee, 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 nee. Wenn wir hier so Pillepalle spielen, da kann das Spiel im Stillstand noch so schön aussehen. Aber ganz ehrlich, Mann, ich habe mir mehr erhofft. Denn dieses Spiel, ganz ehrlich, das ist Forza. Forza ist das, ich würde mal sagen, ist auf jeden Fall das normale Forza. Ist nicht so die abgespeckte Version Forza Horizon 3. Ist schon das normale Forza Racer. Und es hat aber auf jeden Fall ich würde sagen, so die Qualität eines Need for Speeds. Und das ist eigentlich der Tod für jeden Racing Simulator. Ganz ehrlich, Mann, Assetto Corsa hat diese Woche ein neues DLC rausgebracht mit sehr vielen Autos für 8 Euro. Und ganz ehrlich, Mann, da lohnt sich Assetto Corsa. Tausendmal mehr als dieser Rotz hier. In diesem Sinne, macht was Sinnvolles, ihr seid die Besten. Ich würde gerne mal eure Meinung unten in den Kommentaren lesen. Bis dann. Ciao.